Hallo, ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Spider-Man Part 65. Und jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Alter, was willst du, Alter? Nicht einspinnen lassen! Du kannst rüberkommen, Alter. Ich greife ein! Nimm deine Waffe von Wald, Alter. Oh, komm, was willst du da jetzt schon wieder, Alter? Hau endlich ab, du nervst! Na, warte, Freundchen. Ja, komm, gib mir mal dein Schild hierher. Gute Nacht. Bleib liegen. Super. Hm. Komm her, Alter. Nerv mich jetzt hier nicht, Alter. Nervst gerade, weißt du das? Also, ich glaube, ich hab's jetzt alle. Ich hoffe, ich habe alle. Okay, sie denken, ich wäre weg. Mhm. Aha, da drüben ist noch einer. Na, warte, Freundchen. Zu dir komme ich jetzt rüber, Alter. Pass bloß auf. Hau ab jetzt. Den Turm weiß ich auch noch mal. Das reicht mir. Was habt ihr dir denn erwartet? Jawohl. Endlich. Wenn ihr denkt, dass ihr euch mit mir anlegen könnt, dann habt ihr euch getäuscht, ihr blöden Penner. Hm. Warte. Und raus mit der Tür. Danke dir, Spider-Man. Kein Problem. Die Leute sind aus den Zellen raus. Sie setzen ihre Proteste nicht weiter fort. Selbe verstößt gegen die Verfassung. Und ich bin schon zufrieden, wenn keine Unschuldigen in den Knast kommen. Danke. Yes! Ja, mindestens zwei. Was ist morgen? Das ist doch okay. Zwei finde ich okay. Zwei ist noch gar nicht mal so schlecht, Alter. Was willst du denn? Was soll dann? Zwei ist noch gar nicht mal. Zwei Basses machen es noch gar nicht so schlecht. In dem Sinn hin. Okay. Warte mal. Lautlose Herausforderung. Okay, dann probieren wir mal die hier. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Mit der lautlosen. Und? Jetzt lass uns schwingen, jetzt lass uns schwingen gehen. Ab geht die Post, Spidey. So. Na, ah, da vorne der Nacht. Hm. Ihr könntet euch nur noch unbeliebter machen, wenn ihr Studienkredite eintreiben würdet. Schalten wir den Gang hoch. Aber wirklich. Und gute Nacht. Genau, gute Nacht, ihr Trottel. Wenn ihr denkt, dass ihr mich nochmal so bekommt, dann könnt ihr es vergessen, Alter. Und noch jemand steht in dieser Krise eher schlechter. Bürgermeister Osborn, an so etwas Gefährlichem wie Teufelsatem im Herzen von Manhattan zu experimentieren, ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Was wusste Osborn und wann wusste er es? Die Antwort könnte den Unterschied ausmachen zwischen Wahlniederlage, Amtsenthebung und Knast. Hören Sie weiter auf die einzige Stimme, der Sie in diesen Zeiten trauen können. Auf meine. Ja, ja, JJ, sei still. So. So.
So. Und weiter. Ja, wir müssen noch mal ein paar Herausforderungsmagen schnell. Entschuldigung, dass ich gerade nicht viel geredet habe, jetzt gerade eben, und auch, dass ich gerade leise war. Und die wollen echt Ärger machen da unten, oder was? Na, warte. Ach, da drüben, die Leute wollen Ärger machen. Okay, wenn ihr da drüben Ärger machen wollt, bitteschön. Ey, ey, ey. Nein. Okay, ich gebe etwas an. Da hast du recht, weil du gibst wirklich mal ein bisschen was. Du gibst echt ein bisschen an. Aber das solltest du gerade nicht machen, Alter. Was machst du für ein Blödsinn hier? Oh, komm. Liegt es, dass Leute, die gleich gekleidet sind, mich immer sofort umbringen wollen? Keine Ahnung, frag mich nicht. Wo ist die Klappe jetzt, Alter? Vielleicht könnt ihr ein paar Kids Angst einjagen, wenn ihr denen sagt, wie mies es euch gerade geht. Ja, nix da hier. Halt mal schön eure dreckigen Münder hier. Euch können echt mal die Münder ausgewaschen. Alle Einheiten. Oh Gott. Zeugen melden Raubüberfall. Verdächtige bewaffnet. Ja, ich hab zu tun, aber nie zu viel, um ein paar knallharte Kriminelle zu verprügeln. Genau. Weg. Komm hoch, Spidey. Und weg mit dir. Jetzt komm ich runter und... Ihr habt alle Inselurlaub gewonnen. Auf Rikers Island. So, perfekt. Jetzt hab ich euch bald... Jetzt habe ich euch mal alle hier erledigt, ey. Das ist doch kaum zu glauben, Alter. Warum ihr immer am Aufmucken seid, Alter? Was soll der Blödsinn? Immer wenn ich gerade was am Machen bin, dann müsst ihr wieder aufmucken, ey. Das ist ja schön. Oho, da wird das hier durchschwingt, Alter. Ja, ja, hör auf zu nerven. Anscheinend haben diese Söldner einen Roxxon-Chef entführt und in eine Sprengstoffweste gesteckt. Wenn sie dich sehen, bringen sie ihn um. Tick, tack. Okay, schnell los. Ich muss schnell und leise sein. Genau. Ja. Oh, komm, Alter. Was ist das für ein Blödsinn gerade? Aber nicht gut genug. Genau. Erst hier. Weg. Weg. Oh, oh, das war knapp. Das war gerade knapp. Das war jetzt verdammt scheiß knapp gerade eben. Okay. Ich habe schon gedacht, die sehen mich gleich, die Trottel. Weg. Stopp, Achtung, Spider-Man. Ja, mach doch. Ja, ey, das ist doch ohne Witz, das ist doch ein so ein selten dämliches Scheiß. Überall gibt's keine Dinger, wo du hinschwingen kannst. Weil die Scheißdinger viel zu weit entfernt sind. Das ist doch behindert, Alter. Was soll der Blödsinn? Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Genau das meinst du. Dann kannst du wieder erst nur dran. Ja, super. Ja, klar. Und jetzt auf einmal. Ey, das ist doch sowas von... Als da nur noch ein paar Fußspuren waren, hatte ich dich eingesponnen. Weg. Und weg.
So. Pass bloß auf, Spidey. Hm? Ja! Verdammte Axt! Okay, hab dich. Gute Nacht! Ist das ein Dreck manchmal, wirklich? Okay. Komm hoch jetzt. Gute Nacht, Trottel. Oh nee. Die sind so süß, wenn sie schlafen. Genau. Okay. So. Ist da jemand? Zeig dich. José, hast du irgendwas? Warte, drücken. Schlaf schön. Spider-Man ist hier! Ja, klar. Ey, ist halt doch so behindert im Kopf. Klar, natürlich. Als ob. Ich muss schnell und leise sein. Jetzt. Weg. 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 So. So. Und ciao. Schön. Jetzt hoch, Spidey. Das machst du gut. Oh Gott, Spidey. Perfekt. Wie steht der eine? Komm her jetzt. Weg. Da habe ich die 1000 schon mal hier mit erreicht, okay? Weg. Oh Gott, Alter, wirklich. Ja, genau da will ich jetzt hin gerade. Danke. Gute Nacht, Trottel.
drüben hier? Nein. Hätte besser sein können. Ja, ich weiß, aber egal. Warum? Ja, wenn die da auch so scheiße überall verteilt sind, was willst du erwarten? Hallo? Gut, dann wende ich jetzt hier den Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder, also bis gleich.